aus den Erfahrungen raus ist der Wunsch eben entstanden, da was Straßentaugliches, Alltagstaugliches für europäische Verhältnisse zu schaffen. Die typischen Velomobile, die man hier so sieht auf der Messe, die sprechen ein eigenes Publikum an, weil die halt doch eher die sportlichen, jungen Fahrer ansprechen, allein vom Einstieg. Und mein Ansatz war eben, was zu bauen, was einmal die Unabhängigkeit von Solarladung bietet und zum anderen, was auch im Alltag leicht Ein- und Aussteigen ermöglicht, wo man sein Einkauf, sein Gepäck mitnehmen kann, das man im Alltag braucht. Die Lenkung, die sieht anfangs etwas ungewöhnlich aus, ist aber vom Fahrverhalten absolut intuitiv, weil es genau die Bewegung macht, wie man sie im PKW kennt. Man hat ein Lenkrad in der Hand für die Links-Rechts-Bewegung und in diesem Fall hat man genau die gleiche Bewegung. Der Unterschied ist halt, der Radius des Lenkrades ist größer und der Körper sitzt praktisch in der Mitte der gedachten Lenkachse. Fahrradantrieb, den habe ich umgebaut auf die Stummelachse, auf die einseitige Aufhängung. Solarzelle 100 Watt, Spitzenleistung, die bringt im Tagesdurchschnitt an so einem sonnigen Tag eine Energieausbeute, die für 30 Kilometer etwa ausreichen sollte. Zusätzlich zu den 50 bis 60 Kilometer, die der eingebaute Akku ohnehin leistet. Das hier ist das kompakteste faltbare Fahrrad der Welt. Das ist das einzige, was ins Handgepäck vom Flugzeug passt. Das hat die Faltmaße 55, 40, 25. Man packt das schön aus. Es lässt sich also relativ schnell auf- und zusammenfalten und dann kann man losfahren. Wir sehen hier einen Sattel, der bewegt sich. Wenn das Aufsteigen geht, einfach so. Dann stellt man sich dazwischen. Man kann mit diesem Fahrrad 200 Kilometer fahren, ohne dass man ermüdet und ohne Schmerzen. Es ist schon getestet und dieses immer in Bewegung sein und das Aufrechtsein hat den großen Vorteil, dass sie keine starren Haltungen haben. We are a Spanish company. Okay, and we have developed this solar vehicle, okay? Solar electric vehicle. Most of the energy to move it comes from the solar panel, okay? And how it works? It's simple. The solar panel collects energy from the sunlight, stores it into the battery, and the battery feeds the motor, okay? It is a vehicle designed to be a replacement for a car, okay? For the everyday commute in a city or in villages. You can sit two people in it, and both persons can pedal, so because it's a pedal like in Europe, and you've got as well a trunk where you can put your stuff and your things. And it's fully enclosed, so you can close it with locks and park it everywhere. And as far as it's under the sun, it collects energy. 95 kilos, okay? No, and it's not very heavy. If you think that it's a two-seater with doors and fully enclosed. And comparable with fiberglass, it was made. But we decided to use wood because it's a sustainable material and because it's an open source project. So it's very easy to replicate. And what else you can say? Okay, yeah. With the battery and no sand, you get around 40 to 70 kilometers. And with 1 hour of good sunlight, you can get between 5 to 10 kilometers of range, extra range, for every hour of good sun. Also es ist ein Fahrradanhänger für den Palettentransport möglich zu machen, für die letzte Meile konzipiert. Den Hebel hier kann man unter der Achse einer Palette reinfahren, die Palette hochhebeln, das Teil ans Fahrrad. Dann steckt man einfach die Achse rein und hebelt das ganze Gewicht hoch. Und die sind Vollräder dann für das Ding.
dann mit den Hebeln einfach die Palette festklemmen bis zum Anschlag und dann wird sie befestigt. Ja, das ist das Bastian Cargo. Das ist ein Lastenrad, was sich dadurch auszeichnet, dass es keine Gabel hat. Dadurch ist es wesentlich kompakter als andere Lastenräder, kann aber mehr laden. Das ist eine Kiste aus Balsa-Sandwich. Wenn man den Deckel der Kiste aufklappt, ist im Deckel eine Kindersitzbank für zwei Kinder. Und man kann halt zwei Kinder transportieren und unter den Beinen der Kinder auch noch einen Wochenendeinkauf. Diese Kisten werden gebaut aus diesen Balsa-Sandwich-Platten, die kommen aus dem Bootsbau. Die werden einfach eingefräst und dann an den Kanten gefaltet und verklebt. Und dadurch kann ich halt die Kisten bauen, ohne dass ich eine Form brauche und kann die Kisten auch in individuellen Größen bauen. Das Vorderrad ist komplett eine Eigenentwicklung. Ich habe angefangen mit Rädern von alten E-Charge-Jet-Rollern, die waren aber zu schwer. Und jetzt baue ich halt einen mehrteilig CNC-gefrästen Stern aus Aluminium, der eingeschraubt wird in eine normale Felge. Das ist halt nötig, weil man natürlich das Steuerkopfrohr, was sonst die Gabel hält und was über dem Vorderrad ist, in der Spur führen muss. Also in diesem Fall im Vorderrad. Und dann muss das Vorderrad selber halt so eine Schüsselform haben. So, now it's 1-to-1. One. This will form to your bike and this, you will feel very comfortable with the rear suspension. We have developed a gearbox for at least today three applications. We have one internal mechanism with three different applications. One application is the gear hub we have on the wheel, which is here presented on the carbon low ratio component. We have here the gearbox, mechanical gearbox on an upright bicycle, like the pinion gearbox. And we have here built the gearbox associated with a motor. So with the same technical internals, the same mechanism, we have here three different applications. Ich wollte gern zwei Personen transportieren, mit anderen Worten meine Frau zum Markt fahren zum Beispiel, ohne dass sie selber pedalieren muss. Das ist ein Fahrzeug mit Neigetechnik, die elektrisch bedient wird. Die Stützräder und das Vorderrad bewegen sich, wobei die beiden Stützräder um einen kleineren Winkel drehen müssen. Es ist eine Premiere heute auf der Spezi 2018. Hier können Sie sehen, wie Hardy Siebeke den Preis schon hochhält. Der erste Spezi. Eine Jury, die aus dem Publikum bestand und eine Jury aus den drei Herren, die da stehen. Wie viele waren sie? Waren zu fünf insgesamt. Fünf. Die haben die Bewertung gemacht. Es gibt diesen sehr schönen Pokal. Und es gibt einen Sonderpreis der Stadt Germersheim. Und einen Sonderpreis der Stadt Germersheim, überreicht von unserem Bürgermeister Markus Scheide. Herzlichen Glückwünsche. Und das eigene Fahrrad umbaut als ein Prego-Bike. Mit einem Handgriff lässt sich lösen. Das heißt, Sie sehen jetzt hier vorne, das ist der Teil, wo eigentlich mein Rad drankommt. Und ich habe das nur ersetzt durch diese Achse. Und dadurch kann ich das sozusagen jetzt hier als Trolley nehmen, sobald ich hier die Bremse löse. Und könnte jetzt damit einkaufen gehen. Wenn ich sie hier abnehme und dann wieder auf mein Fahrrad gehe, dann kann ich damit genauso um die Kurven fahren, wie ich das mit eigentlich jedem anderen Fahrrad auch mache. Haben wir hier vorne eine Bremse vorgesehen, die nehme ich einmal raus, packe sie vorne dran, schnell sie fest und kann sie wie vorher immer bremsen. Schlag die Achse, leg es einmal fest, leg es nach hinten, mit einem Handgriff, dann kann wieder rausfahren. Dann habe ich hier meine beiden Messfühler. Da kann ich jetzt
Und die lege ich beide an den Rahmen, an der Felgen, am Felgenbund an. Und da müsste normalerweise zwischen oben und unten keine Differenz sein, weil der Hersteller vorschreibt, so, null. Ja. So. Und dann nehme ich mir das Ding her, die Leere, und messe hier. Einmal das Maß. Einmal das Maß. Stell das fest, sofern ich ein schlechtes Gedächtnis habe, und lese das Maß hier ab. Dann gehe ich her und lege das hinten an, genauso. Und dann sehe ich die Differenz und dann sehe ich ganz vor oder nach. Genau. Und die Differenz muss ebenfalls null, sollte null sein. Die Idee von dem Rad ist, dass man ein Lastenrad haben kann, was alles kann, was ein käufliches Lastenrad auch kann, aber dass man nicht den Raumbedarf hat, wenn man es lagert. Und dass man es mitnehmen kann in der Bahn. Also alle Einzelteile, die nicht die Leiter sind, lassen sich so zusammenlegen, dass man es kostenlos in der Bahn mitnehmen kann. Oder eben vielleicht auch mit einem Paketversender versenden. Das ist aber die nächste Stufe jetzt noch. Da muss ich noch ein bisschen kleiner werden. Im Prinzip ist geplant, dass sich jeder das Rad selber baut. Und man kann natürlich gucken, ob man die Teile, die man nicht gut selber bauen kann, ob man die irgendwo zukauft. Ich habe eine verrückte Idee gehabt, aus zwei Fahrrädern an eine funktionierbare Doppelfahrrad herzustellen. Gesamtkapazitäten bis zu 400 Kilo, das heißt vier erwachsene Personen. Ja, nee, das ist nicht der Patent. Der Patentgegenstand ist, Sie sehen überhaupt nicht, wo der steht. Als mochte der Herr schon Knecht sein, 900 herum. Okay, ja. Hey, Knecht, komm mal her. Ja. Winken, tschüss!